Schritt 6. Es bleibt also nur noch zu zeigen, dass X-Tilde als Überlagerungsraum die richtigen Eigenschaften hat. Das heißt, wir müssen noch zeigen, X-Tilde ist einfach zusammenhängend und Lokalweg zusammenhängend. So, und das ist jetzt überraschend einfach. Also der lokale Wegzusammenhang ist eigentlich klar, denn wir wissen, der Raum X ist lokal wegzusammenhängend und da brauchen wir jetzt, und deswegen haben wir das vorher noch nicht früher gezeigt, dass es eine Überlagerung ist, weil es eben lokaler Homöomorphismus ist. Ne? Und ja, also lokaler Wegzusammenhang folgt aus lokalem Wegzusammenhang von X. Und der Überlagerungseigenschaft. Ne, denn wir wissen also, wir haben diese S-Umgebungen, die sind ja wegzusammenhängend. Und wenn wir jetzt die mit Überlagerungseigenschaft, ne, denn wenn wir diese Umgebung jetzt, die können wir um jeden, ja, wir können jeden Punkt, hat eine Umgebung, die homöomorph ist zu so einer S-Umgebung. Das heißt, wir haben also eine wegzusammenhängende Umgebung von jedem Punkt in X-Tilde und damit haben wir es schon. Ne? Also das ist eine einfache Sache. So, jetzt kommen wir zum interessanteren Teil, zu einfach zusammenhängend. Wir nehmen uns jetzt mal irgendeine Schleife. Alpha-Tilde in X-Tilde, so, also eine Schleife von Homotopie-Klassen, das muss man jetzt nicht mehr versuchen, sich konkret vorzustellen, sonst, sonst kommen wir ein bisschen durcheinander, in irgendeinem Punkt X0. So, jetzt nehmen wir mal als andere Schleife Alpha das Bild von dieser Schleife in X. So, das wäre jetzt eine Schleife in X, X0, ne, wobei X0 jetzt einfach der Bildpunkt ist, von X0 Tilde. So, sorry, Quatsch. Was schreibe ich denn hier? Ja, nee. X0 war ja schon gegeben, genau. Wir haben ja nach Konstruktion, war das ja unser Basispunkt. Und X0 Tilde ist ja gerade die Homotopieklasse des konstanten Weges in X0. Deswegen ist das natürlich nach X0. Das heißt, wir haben also jetzt eine Schleife unten. So, jetzt wissen wir erstmal natürlich trivialerweise, weil das eben gilt, Alpha Tilde ist eine Hochhebung von Alpha. So, und wir wissen halt den Startpunkt mit Alpha Tilde von 0 gleich x0. Aber ich behaupte, wir kennen noch eine Hochhebung. Eine weitere Hochhebung von Alpha ist diese Abbildung f, die wir vorhin hatten. Ne? Also f war ein Weg in x Tilde. Und zwar f von t war ja gerade die Homotopieklasse von Alpha T, ne, das, was wir vorhin benutzt hatten. So, und das ist nach Konstruktion ist das eben gerade eine Hochhebung. Der Endpunkt von diesem Weg ist immer Alpha von T, das heißt, die Projektion von dem nach X ist also der Endpunkt, das heißt Alpha von T, passt, ne, das ist eine Hochhebung. Und ich weiß, F von 0 ist auch die Homotopieklasse des konstanten Weges, das heißt, also das war jetzt CX0. Ja, und das ist ja gerade X0 Tilde. So, und jetzt weiß ich eben wegen der Eindeutigkeit von Hochhebungen, diese beiden sind identisch. So, Alpha Tilde ist F. Dann weiß ich aber, F ist eine Schleife. Das wusste ich vorher nicht. Ne? Also F ist eine Schleife in X Tilde mit Basispunkt X0 Tilde. Ist eine Schleife in X Tilde mit Basispunkt X0 Tilde, was ich vorher nicht wusste. Und das kann ich jetzt explizit mal überlegen, denn damit folgt die Homotopieklasse des konstanten, sorry, kurz vertan, die Homotopieklasse des konstanten Weges, ne, das ist ja gerade f von 0, wenn aber f eine Schleife ist, ist das dasselbe wie f von 1 und f von 1 ist ja einfach nur die Homotopieklasse von Alpha. Das heißt, damit weiß ich jetzt, Alpha ist weghomotop zum konstanten Weg. Jetzt weiß ich also, ich bin ja mit der Schleife Alpha Tilde angefangen, dass das Bild von Alpha Tilde unten in dem Raum X, dass das wirklich nullhomotop ist. Dann weiß ich aber, wenn ich die beiden hochhebe, ne, das hier kann ich durch den konstanten Weg hochheben, das hier kann ich durch Alpha Tilde hochheben. Und jetzt kommt der Monodromiesatz, denn dann weiß ich, die beiden Hochhebungen sind auch homotop. Das heißt, jetzt kann ich quasi nochmal aus dem Ärmel den Monodromiesatz ziehen. Der sagt mir also, die Hochhebung Alpha ist dann weghomotop zu der Hochhebung des konstanten Weges und den kriege ich eben durch den konstanten Weg in X0 Tilde. Und damit ist Alpha Tilde nullhomotop. Das heißt, damit folgt,
x tilde ist einfach zusammenhängend. Und damit haben wir jetzt endlich die Existenz der universellen Überlagerung bewiesen. So, das war Arbeit. Als nächstes wollen wir jetzt also schauen, dass wir wissen jetzt also, es gibt eine universelle Überlagerung bezüglich der, es gibt eine Überlagerung bezüglich der trivialen charakteristischen Untergruppe, die universelle. Jetzt geht eben die Frage, was ist mit allgemeinen Untergruppen? Und da wollen wir jetzt zeigen, dass es tatsächlich auch geht, dass wir uns auch Überlagerungen konstruieren können zu beliebigen Untergruppen. So, bevor jetzt alle aufstöhnen, weil ihr denkt, jetzt geht's, wenn das jetzt schon so schwer war, was soll dann denn erst passieren? Es ist jetzt kürzer. Und zwar können wir jetzt diesen Raum nehmen, diese universelle Überlagerung, und uns mit Hilfe dieser konkreten Konstruktion uns auch andere Überlagerungen bauen, die eben andere charakteristische Untergruppen haben. Und dann ist der Beweis etwas handlicher. Und zwar erstmal den Satz entsprechend. Also die gute Nachricht ist wirklich, wir können für beliebige Untergruppen unserer Fundamentalgruppe eine passende Überlagerung finden, die die charakteristische Untergruppe hat. Und das ist beantwortet quasi die Frage nach der Existenz aus der Überschrift dieses Abschnitts. Und damit weiß ich also, ich kann Untergruppen der Fundamentalgruppe Überlagerungen zuordnen. Da muss ich natürlich wieder annehmen, x sei wieder hinreichend zusammenhängend. So, x0 irgendein Basispunkt. Für jede Untergruppe der Fundamentalgruppe so G als Untergruppe von von X in X0 gibt es eine Überlagerung P von E nach X, sodass einmal gilt, E ist wegzusammenhängend, ne, also das ist eine vernünftige Überlagerung. Und jetzt der entscheidende Punkt, G ist die charakteristische Untergruppe. Ne, also insbesondere hat E selbst die Fundamentalgruppe G. E0 für passendes E0 aus der Faser über X0, also für passendes E0 aus EX0. So, das ist jetzt die Behauptung. So, und wie gesagt, wir nehmen uns jetzt die universelle Überlagerung, die wir gerade so mühsam konstruiert haben. So, nur kurz zur Erinnerung, also sei wieder X tilde, ich schreibe es nochmal einmal wieder hin, weil es jetzt lange her ist, dass es in der Tafel stand. Wir nehmen also die Wege, die in X0 anfangen, und nehmen deren W-Homotopie-Klassen und haben, ich hätte die nicht P nennen sollen, merke ich gerade, aber nennen wir die mal Q, Entschuldigung. P war jetzt reserviert durch einen anderen Beweis, ja. P war nämlich jetzt diese Abbildung X tilde nach X, P von der Klasse von Gamma sei Gamma von 1, und ich übernehme jetzt die komplette Notation aus dem letzten Beweis. Also alles sei jetzt genauso definiert, wie wir es gerade in den ganzen Schritten gemacht haben. So, die Idee ist jetzt, das sei wieder das, wie im Beweis von Satz 849. So, genau, und was wir jetzt eben machen, ist, dass wir diesen komischen Überlagerungsraum nehmen und uns da einen passenden Quotientenraum bauen. Also wir nehmen jetzt einen Quotienten, der bezüglich G definiert ist und der dann eben die richtige Topologie haben wird, um die entsprechende Überlagerung zu liefern. So, und das machen wir jetzt, indem wir, so wie üblich, wir definieren eine Äquivalenzrelation auf diesem X-Tilde, auf dieser Menge der Homotopieklassen, eine Äquivalenzrelation, und mit der arbeiten wir weiter und nehmen die Quotiententopologie. Und zwar definiere tilde g, sei jetzt die Äquivalenzrelation auf x tilde, und zwar folgendermaßen. Ich will, dass die Homotopieklasse von Gamma 1 quasi äquivalent ist unter g zur Klasse von Gamma 2. So, das soll nach Definition, also wir wissen jetzt, das sind beides Wege, die in x0 anfangen, die aber möglicherweise unterschiedliche Endpunkte haben. Und ich will, dass das gilt genau dann, wenn erstmal die Endpunkte gleich sind, also p von Gamma 1 gleich p von Gamma 2. So, dann weiß ich habe zwei Wege mit gleichen Anfangs- und Endpunkten.
Und von denen will ich jetzt, dass die entsprechende Homotopieklasse der Schleife, die ich kriege, wenn ich Gamma 1 mit Gamma 2 rückwärts konkateniere, das gibt mir eine Schleife, und die Homotopieklasse soll in G liegen. Ne? G ist ja eine Untergruppe der Fundamentalgruppe, also sind das Homotopieklassen von Schleifen. So, und da zeigt man jetzt, dass das eine Äquivalenzrelation ist, und da braucht man ganz entscheidend einfach, dass G eine Untergruppe ist. Also wenn ich irgendeine Teilmenge der Fundamentalgruppe genommen hätte, würde es nicht gehen. Da kann ich eben, das muss man quasi wirklich direkt nachrechnen, die Symmetrie davon. Da weiß ich quasi, wenn ich das hier, also die Symmetrie würde bedeuten, ich würde es genau andersrum hinschreiben. Das heißt, hier würden die beiden genau vertauschte Rollen spielen. Das würde mir das inverse Gruppenelement geben. Das heißt, da brauche ich, dass Inverse wieder enthalten sind. Und für die Transitivität brauche ich, dass G abgeschlossen ist unter der Multiplikation. Das ist, ich brauche irgendwie für die Transitivität. Das überlasse ich euch als Übung. Also da das eine Untergruppe ist, ist Tilde G eine Äquivalenzrelation. Ist wirklich nicht schwer, kann man sich, ist eine schöne kleine Übung, um mit Homotopieklassen von Schleifen nochmal zu arbeiten. So, und jetzt machen wir eben genau das, was ich gerade gesagt habe, dass wir den Quotientenraum nehmen. So, E sei jetzt definiert als die Menge der Äquivalenzklassen von Tilde G, ne? Also von bezüglich Tilde G auf X Tilde, und das mit der Quotiententopologie. So, und den Raum betrachten wir jetzt. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass P eben eine Abbildung induziert von E nach X. Das ist nicht schwer, aber da müssen wir eben zeigen, dass das eine Überlagerung dann ist. Und dazu wische ich nochmal kurz. So, wir haben jetzt also den Quotientenraum definiert, und da möchte ich jetzt noch die Projektion betrachten auf den Quotientenraum. Und die nenne ich Pi. Pi sei jetzt also von der universellen Überlagerung X Tilde auf den Quotientenraum E die Projektion. So, und jetzt weiß ich Folgendes, denn nach Definition der Äquivalenzrelation weiß ich ja insbesondere, also nach Definition von Sigma Tilde gilt Folgendes: Wenn Sigma, Gamma 1 und Gamma 2, deren Klassen äquivalent sind unter dieser Relation, dann gilt ja insbesondere, dass die Endpunkte da gleich sind. Das heißt insbesondere P von Gamma 1 gleich P von Gamma 2, beziehungsweise deren Klasse. So, und jetzt weiß ich aber, wenn das der Fall ist, ne, wenn also das impliziert, dass dann die Abbildung P eine Abbildung auf den Quotientenräumen induziert. Das haben wir gesehen im Kapitel über Quotientenräume. Und nicht nur das, sondern die ist stetig. Das heißt, das war Korollar 229, ist lange her. P induziert eine stetige Abbildung so Q von E nach X. Und die erfüllt eben Q verknüpft mit Pi ist gleich P. So, und dieses Q, das ist gerade das, von dem wir zeigen wollen, dass das die Überlagerung ist, die wir suchen. Ne, und dazu müssen wir jetzt noch ein wenig arbeiten. Und zwar, wir müssen jetzt erstmal gucken, wir haben jetzt quasi dieses Pi dazwischen geschaltet, und wir wissen ja, wenn wir eine S-Umgebung nehmen von Punkten in X, dass deren Urbilder unter P, dass das gerade so eine schöne disjunkte Vereinigung ist von diesen ganzen Mengen A, Gamma, U, wie wir es vorhin genannt haben. Und jetzt müssen wir eben schauen, was macht eigentlich diese Projektion mit diesen Mengen? Also was passiert mit diesem Blättern der Überlagerung von P, und wie kriegen wir daraus Blättern der Überlagerung für Q? Ne, das ist jetzt das, was wir als nächstes beantworten müssen. So, und dazu nehmen wir uns jetzt zwei Wege. Also wir müssen jetzt mal gucken, wie verschiedene Blätter eben miteinander sich verhalten. Also wir nehmen zwei verschiedene Wege, Gamma 1, Gamma 2 Wege in X, die eben in X0 anfangen. Gleich X0 und Gamma 1 von 1 gleich Gamma 2 von 1, und den Punkt definieren wir uns als X1. So, wenn ich jetzt einfach am Anfang X1 definiert hätte, hätte ich das wesentlich kürzer aufschreiben können, fällt mir gerade mal auf, aber ja, sorry. So, jedenfalls so habe ich jetzt diesen Punkt. So, und jetzt nehme ich mir eine S-Umgebung von diesem Punkt X1. So, wenn das jetzt der Fall ist, dann weiß ich also, das Urbild von U unter P hat diese sehr schöne Überlagerungsform. Und jetzt will ich eben gucken, was macht Pi mit diesen Urbildern? Und das formuliere ich mal als eine separate Behauptung, die ich jetzt mal einzeln beweisen will. Und zwar Behauptung
So, wir haben vorhin schon gesehen, wenn diese beiden, dass die disjunkt sind, das heißt, also wenn sie sich schneiden, sind sie identisch, hatten wir gezeigt. Und jetzt kommt so etwas Ähnliches in der Quotientenversion. Wenn es Elemente gibt, Alpha 1 aus der entsprechenden Menge, die zu Gamma 1 gehört, also ich spreche die Klammern jetzt nicht mit, die müsst ihr euch denken. Ne? Also hier die Klasse von Alpha 2 in A von Gamma 2 U. So, die zwar disjunkt sind, aber wenn ich weiß, dass die beiden unter dem Quotienten übereinstimmen. Das heißt, Pi von Alpha 1 ist Pi von Alpha 2. So, wenn das der Fall ist, dann zeigt sich, dann werden diese beiden Mengen auf dieselbe Menge projiziert. Das heißt, wir haben wieder so ein Phänomen, dass die beiden, also dass die Projektionen von den beiden auf den Quotientenraum sich nicht einfach nur schneiden können. Die sind entweder ist die Projektion identisch oder disjunkt. Das ist wieder sowas und damit kommen wir wieder zur Überlagerung. Das heißt, dann folgt Pi von A von der Klasse von Gamma 1 U ist Pi von A von der Klasse von Gamma 2 U, so dass diese beiden Mengen dann sofort gleich sind. Und das beweisen wir erstmal. So, wenn wir solche Alpha 1 und Alpha 2 haben, dann nehmen wir uns erstmal, also erstmal wissen wir jetzt, es liegt in diesen Mengen. Das heißt, wir haben erstmal zwei Kurven in PU, zwei Wege in U, also Elemente aus PU, sodass eben Alpha 1 W-Homotop ist zu Gamma 1 Sternchen Beta 1, Alpha 2 W-Homotop zu Beta 2 Sternchen, Gamma 2 Sternchen Beta 2. So, das wissen wir erstmal. So, wenn wir jetzt annehmen, dass die beiden Elemente jetzt unter der Projektion übereinstimmen, dann wissen wir erstmal, die Endpunkte stimmen überein. Ne, das ist erstmal, also nach Annahme sind die Endpunkte gleich, also Alpha 1 von 1 gleich Alpha 2 von 1. So, und jetzt haben wir diese Eigenschaft, dass eben diese Schleife, dass die Homotopieklasse der Schleife Alpha 1 Sternchen Alpha 2 quer, sodass das in G liegt. So, dann übergucken wir, daraus wollen wir jetzt was folgern, was mit den Gamma 1 und Gamma 2 passiert. Und zwar wissen wir jetzt explizit, wir können wieder jetzt schön mit Homotopien rumrechnen, die Klasse von Alpha 1 Sternchen Alpha 2 quer, so, das ist nach Konstruktion oder nach Wahl von, also weil da eben W-homotope Kurven haben wir da eben angegeben. Damit ist das die Homotopieklasse von Gamma 1 Sternchen Beta 1 konkateniert mit Gamma 2 Sternchen Beta 2 rückwärts. So, diese Klammern könnte ich mir eigentlich jetzt schenken, weil ich in den Homotopieklassen bin, aber egal. So, und jetzt kann ich mir überlegen, wenn ich eine Konkatenation rückwärts laufe, das haben wir, glaube ich, nie explizit aufgeschrieben, weil wenn ich quasi erst Gamma 2 und dann Beta 2 entlang laufe und mache das Ganze rückwärts, dann ist der Rückweg quasi zuerst Beta 2 rückwärts und dann Gamma 2 rückwärts. Das heißt, das hier ist dasselbe wie Beta 2 quer Sternchen Gamma 2 quer. Ne? Also genau andersrum. Das heißt aber, das hier ist insgesamt die Homotopieklasse von Gamma 1 Sternchen, und jetzt haben wir hier Beta 1 Sternchen Beta 2 quer, wenn ich jetzt die Klammern gleich mal anders setze, und hier haben wir noch Gamma 2 quer. So, und die sind jetzt wieder so gewählt, weil eben die Endpunkte von Alpha übereinstimmen und die von den Alpha i übereinstimmen und die von den Gamma i, ist das Ding hier wieder eine Schleife in U. Ne? Das heißt, das ist wieder eine Schleife in U mit Startpunkt Gamma 1 müsste es sein. Ne? Ja, genau. So, das ist eine Schleife und jetzt brauche ich wieder, dass es eine S-Umgebung ist und da kürze ich es jetzt ein bisschen ab. Das ist derselbe Trick wie vorhin. Also hier, weil U eine S-Umgebung ist, weiß ich, diese Schleife ist nullhomotop und deswegen kann ich quasi das zum Konstanten zusammenziehen oder ganz weglassen. Das heißt, das hier ist die Homotopieklasse von Gamma 1 Sternchen Gamma 2 quer. So, wir haben also das gezeigt, ist dasselbe wie diese Homotopieklasse und damit wissen wir eben nach Annahme, die Klasse von Gamma 1 Sternchen Gamma 2 quer liegt in G. So, und damit folgt aber, dass Pi von Gamma 1 gleich Pi von
Gamma 2 ist. Dass also diese beiden Wege, auf denen wir diese Menge aufgebaut haben, dass die dann auch quasi unter der Projektion identifiziert werden. Und damit kriegt man jetzt sehr leicht raus, dass eben jeweils die alle identifiziert werden. Und zwar, weil ich ja dieselben Endpunkte hier habe, heißt es, wenn ich jetzt an so ein Gamma 1 irgendeinen Weg dranhänge und an Gamma 2 denselben Weg dranhänge, kriege ich was, was unter der Projektion identifiziert wird. Das heißt folgendermaßen, wenn F ein Weg in U ist mit F von 0 in Quatsch, F von 0 gleich x1, so folgt, dass das quasi auch, wenn ich jetzt Gamma 1 Sternchen F nehme, und so sehen ja quasi bis auf Homotopie alle Elemente aus dieser Menge, dass wenn ich das jetzt konkateniere mit dem Inversen von Gamma 2 Sternchen F, so mit demselben Trick wie vorhin, ist das dasselbe wie die Klasse von Gamma 1 Sternchen F Sternchen F quer Sternchen Gamma 2. So, da weiß ich wieder, das kann ich bis auf Homotopie verschwinden lassen. Das heißt, das ist Gamma 1 Sternchen Gamma 2. Und das liegt in G. Ich hoffe, man kann es noch lesen. Das heißt, hiermit folgt auch für jedes solche F, was es eben, was wir eben hier betrachten, ist dann auch Pi von Gamma 1 Sternchen F zur Homotopie-Klasse dasselbe wie Pi von Gamma 2 Sternchen F zur Homotopie-Klasse. So, und damit folgt dann eben wirklich, dass die Menge identifiziert werden, weil ich jetzt quasi jeweils eine Bijektion finden kann zwischen den beiden hier durch solche Wege. Das heißt, hier folgt Pi von A von Gamma 1 U ist dasselbe wie Pi von A von Gamma 2 U. Und damit haben wir die Behauptung bewiesen. So, und wenn wir das jetzt, wir haben ja vorhin gesehen, dass es also für, weil U eine S-Umgebung ist, wissen wir also, P hoch minus 1 von U ist dasselbe wie die disjunkte Vereinigung über Gamma aus irgendeinem W', das hatte ich vorhin ja definiert, von A von Gamma U. So, und jetzt weiß ich aber eben nach dem Schritt, ich weiß, Q ist, Moment, also damit kann ich, genau, nach Definition der Quotiententopologie kann ich hieraus erstmal folgern, dass Q hoch minus 1 von U die Vereinigung ist, die jetzt nicht unbedingt disjunkt sein muss, der Bilder von den Dingern unter Pi. Also Pi von A von der Klasse von Gamma U und jetzt auch wieder Gamma, Klasse von Gamma aus W'. Aber ich habe jetzt eben gesehen mit der Behauptung vorhin, dass ich das als eine disjunkte Vereinigung schreiben kann, wenn ich jetzt quasi die Doppelten rauswerfe. Also ich kriege wieder nur hier, die sind quasi alle, diese ganzen Pi's sind also alles, was hier vereinigt wird, da sind entweder zwei Elemente identisch oder eben disjunkt. Das heißt, damit folgt, das ist nach der Behauptung dasselbe wie die disjunkte Vereinigung. Und jetzt muss ich eventuell noch eine kleinere Menge nehmen, deswegen sagen wir W'. Diese ganzen Gammas hier raus von Pi von A von Gamma U für passendes W'. Und das war eine Teilmenge von diesem W x0 x1, also die Menge der Homotopie-Klassen von Wegen von x0 nach x1. So, das haben wir jetzt also erstmal gezeigt. Ich muss doch noch ein bisschen rechnen, dazu wische ich nochmal. Genau, also da haben wir jetzt, diese Darstellung und jetzt wie gehabt müssen wir zeigen, dass jedes von diesen Bildern unter Pi homöomorph von Q auf U abgebildet wird. So, wir haben also jetzt gesehen, die Urbilder von S-Umgebungen haben die richtige Form, auch für diese Abbildung Q, die eben eine Überlagerung werden soll. Und damit es jetzt auch eine Überlagerung ist, muss man sich noch Folgendes überlegen. Man überlege sich, und das folgt eigentlich direkt aus der Definition, muss man sich mal kurz hinschreiben, was da eigentlich, wie diese Mengen eigentlich aussehen. Also man überlege sich, Übung, dass wenn ich die Projektion nehme, also Pi auf so eine Menge A von Gamma U, so dass das jeweils homöomorph aufs Bild abgebildet wird. Auf Pi von A von Gamma U abgebildet wird, dass das isomorph darauf abbildet. So, und jetzt weiß ich eben in dieser Kommutativität des Diagrammes, dass Q eingeschränkt auf so eine Menge Pi von
A von Gamma U. So, das ist jetzt also eine Abbildung von diesem Pi von A von Gamma U nach U. Das kann ich jetzt schreiben, also das, ja, schreiben wir es einmal aus. Pi von A von Gamma von U nach U. Dafür gilt für diese Einschränkung, so, das ist jetzt viel Lärm um nichts, das kann ich jetzt folgendermaßen schreiben. Ich gehe einfach hiermit jetzt mit, weil eben sich der Gramm zwischen Q, P und Pi kommutiert, kann ich jetzt, weil das ein Homomorphismus ist, hier die Umkehrabbildung nehmen auf dem Stück. Das heißt, ich nehme jetzt Pi eingeschränkt auf dieses Pi, auf A von Gamma U invers. So, und projiziere dann runter, jetzt habe ich das wirklich falsch rum gemacht, P Kringel sowieso. So, so ist es, so sieht das dann aus. Und genau, dieses P wäre eigentlich, mach ich nochmal. Sorry, ich muss nochmal ansetzen, ich habe mich gerade vertan. So, wir wissen, jedes dieser Mengen wird homomorph abgebildet. Das heißt, wir nehmen jetzt mal eine feste Menge und können jetzt im Prinzip mit den Eigenschaften etwas rumarbeiten. Und zwar setzen wir jetzt, A sei jetzt einfach eine solche Menge, also A von Gamma U. So, und jetzt betrachten wir die Einschränkung von Q auf Pi von A. So, das wird jetzt abgebildet nach U. So, und da wissen wir jetzt eben, weil Pi auf diesem Ding Homomorphismus ist, können wir jetzt quasi das Inverse davon nehmen. Und wegen dieser Kommutativität von Q, P und Pi wissen wir, dass Q eingeschränkt auf Pi von A wie folgt gegeben ist. Wir nehmen erst quasi die Einschränkung von Pi auf A invers. So, damit kommen wir von Pi von A zu A. Und auf A wissen wir jetzt ja, das wird dann wieder homomorph abgebildet von P auf diese Menge U, auf die S-Umgebung. So war es ja gerade gebaut. Das haben wir ja gerade gesehen in dem Beweis des letzten Satzes über die universelle Überlagerung. Das heißt, das können wir schreiben als Komposition von dem. Und hier machen wir dann P eingeschränkt auf A, dann eben den Bildbereich auch entsprechend eingeschränkt. Und da sehen wir jetzt eben, das ist ein Homomorphismus, weil das ist ein Homomorphismus und das. So, und damit folgt dann eben Q ist eine Überlagerung. So, das heißt, wir haben also jetzt schon mal eine Überlagerung. Jetzt müssen wir eben nur noch zeigen, dass es die richtige charakteristische Untergruppe hat. Das war ja gerade der Sinn des Ganzen. Dass also die charakteristische Untergruppe gerade G ist. Und dazu müssen wir nur ein bisschen arbeiten. Das ist jetzt nicht mehr so schwer. Und zwar, wir brauchen erstmal einen Basispunkt in E. Und als Basispunkt nehmen wir das Bild des Basispunktes in X tilde, aber eben unter der Projektion. Das heißt, E0 definiere ich als Pi von, ja, x0 tilde war es vorhin, und das war ja die Klasse des konstanten Weges in x0. So, also das Bild davon jetzt als ein Element von E, das wird unser Basispunkt sein. So, und wir wollen also zeigen, dass das die charakteristische Untergruppe, also dass G die charakteristische Untergruppe ist in diesem Punkt. Das heißt, dass G gerade gleich Q Stern von Pi 1 von E in E0 ist. So, das müssen wir zeigen. So, und dazu müssen wir uns jetzt Folgendes überlegen. Wir nehmen jetzt eine Schleife in X mit Basispunkt X0. So, und jetzt wissen wir eben, wir wollen jetzt gucken, welche Schleife bis auf Homotopie von so einer Schleife da repräsentiert wird. Das heißt, wir müssen quasi gucken, welche Schleifen kriegen wir als Bilder von Schleifen im Raum E. Und wir wissen, wenn wir jetzt eine Schleife haben, die quasi ja, von Q auf die Schleife runter projiziert wird, also auf dieses Alpha hier dann, dann ist das eine Hochhebung bezüglich Q. Das heißt, wir müssen im Prinzip gucken, wir wissen, die Hochhebung mit dem Basispunkt E0 ist eindeutig. Und wir wollen jetzt gucken, welche Schleifen wir kriegen, deren Hochhebung in E, die erstmal nur ein Weg ist, wieder eine Schleife ist, also die wieder geschlossen ist. Das müssen wir jetzt überprüfen, wie wir das hinbekommen. Und das heißt, wenn wir so eine, ja, wir wollen quasi jetzt gucken, wann die Hochhebung bezüglich Q wieder geschlossen ist.
und machen dazu einen kleinen Umweg, nämlich wir gehen wieder über die universelle Überlagerung und schauen uns da erstmal an, was da der Fall ist. Nämlich, wir nehmen erstmal Alpha Tilde, die, ja, das ist also jetzt ein Weg in X Tilde, die eindeutige Hochhebung von Alpha bezüglich der universellen Überlagerung, also bezüglich P, so, die eben den richtigen Startpunkt hat, nämlich Alpha von 0 gleich ja, x0 Tilde. So, dann wissen wir aber, achso, erstmal, wir hatten vorhin gesehen, diese Hochhebung war gerade von dieser Form, die Homotopieklassen von diesen Alpha Ts. Und da hatten wir dann gesehen, dass die die schöne Eigenschaft hat, dass nämlich das Ende der, des Weges gerade die Homotopieklasse von Alpha selbst ist, dass also Alpha Tilde von 1 gleich die Klasse von Alpha ist, als ein Punkt in X Tilde. So, das hatten wir gesehen. Jetzt wissen wir aber, wenn wir diese Hochhebung nehmen, also Alpha Tilde, und schicken die jetzt runter in den Quotientenraum E, dann wissen wir eben, weil dieses Diagramm kommutiert, also mit dem PQ, ne, also nochmal zur Erinnerung, X Tilde geht nach X runter mit P, hier haben wir dann das E dazwischen und hier haben wir Q und hier haben wir Pi. Ja. So, und jetzt wissen wir quasi, wenn das hier eine Hochhebung ist und ich nehme das Bild von dieser Hochhebung darunter, kann ich wegen der Kommutativität folgern, dass das eine Hochhebung bezüglich Q sein muss. Das heißt, wir kriegen so die Hochhebung von Alpha bezüglich Q, bezüglich der neuen Überlagerung hier. So, also das ist jetzt ein Weg in PE. Es ist ein Weg in E, also ein Element von PE. Das ist jetzt die eindeutige Hochhebung, also es ist eine Hochhebung und wegen der Eindeutigkeit, ne, da haben wir also hier die gegeben, die eindeutige Hochhebung von Alpha bezüglich Q mit Startpunkt E0, also mit Beta von 0 gleich E0. So, und die Frage ist jetzt, wann ist das eine Schleife? Weil dann sind wir im Geschäft, dann können wir die runterprojizieren und kriegen quasi das als, ja, dann haben wir deren Homotopieklasse, wird dann runtergeschubst. So. Dazu gucken wir uns mal an, was ist denn der Endpunkt? Ne, also es muss im Allgemeinen keine Schleife sein. Aber nach Konstruktion ist jetzt Beta von 1. So, das ist genau ja, das Bild von, unter Pi von der Schleife Alpha, ne, weil das gerade von der Klasse, Quatsch, von der Schleife, ja, von der Klasse von Alpha hier. Und da hatten wir gerade gesehen, dass es gerade so gewählt, dass es, ja, dass das diese Eigenschaft hat. So, jetzt wissen wir also, das Bild ist der Endpunkt. Und wir wollen jetzt gucken, wann es eine Schleife ist. Das heißt, wir kriegen also raus, Beta ist eine Schleife in E mit Basispunkt E0. Genau dann, wenn das hier dasselbe ist wie E0, also wenn Pi von Alpha gleich E0. So, und das ist aber ja gerade genau dann der Fall nach Definition, wenn Alpha unter dieser Äquivalenzrelation übereinstimmt mit der mit ja, dem Urbild hier in X Tilde, und das ist ja gerade die Klasse der des Konstantenweges. So, das ist aber ja nach Definition der Relation jetzt der Fall. Ne, die Endpunktbedingung ist klar, aber das ist genau dann der Fall, wenn Alpha Sternchen Cx0 quer in G liegt. Und natürlich, das hier ist wieder Cx0, das spielt keine Rolle. Das heißt, das ist genau dann, ja, das, also die Konstellation ist auch egal, das heißt genau dann, wenn die Homotopieklasse von Alpha in G liegt. Und das wollten wir zeigen. Das heißt, damit folgt die Menge der Klassen, die ich quasi erhalte, indem ich mit Q, hatte ich, ja, hatte ich vorhin richtig gemacht, mit Q hier runterkomme. Q von Pi 1 E E0, dass das gerade G ergibt. Und damit haben wir also jetzt die richtige charakteristische Untergruppe gefunden und damit sind wir endlich fertig. So, das hat gedauert. Jetzt haben wir also wirklich zu jeder Untergruppe eine Überlagerung mit passender charakteristischer Untergruppe gefunden. Und das jetzt zusammen mit dem Eindeutigkeitssatz, mit den Eindeutigkeitssätzen vom letzten Mal, fasse ich jetzt nochmal einmal richtig zusammen. Und zwar Satz 851, und das nenne ich jetzt wirklich mal Klassifikationssatz. So, jetzt haben wir also gesehen, zu jeder Gruppe
Untergruppe der Fundamentalgruppe finden wir eine Überlagerung. Das haben wir jetzt gesehen und letztes Mal haben wir eben gesehen, es gibt halt pro Gruppe maximal eine Isomorphieklasse. Das heißt, was wir jetzt dadurch wirklich hinbekommen, ist, wenn wir einen, also da müssen wir jetzt eben annehmen, dass x hinreichend zusammenhängend ist, damit wir die Sachen aus diesem Abschnitt nutzen können. Ist x hinreichend zusammenhängend? So induziert die Zuordnung, die quasi einer Überlagerung die charakteristische Untergruppe in einem Punkt gibt. Die wird jetzt in den Basispunkten ein bisschen flapsig, weil das hier keine Rolle spielt. Die Zuordnung der charakteristischen Untergruppe zu einer Überlagerung. Untergruppe. Das induziert mir eine Bijektion. So, und zwar, einmal haben wir Isomorphieklassen von wegzusammenhängenden Überlagerungen. Isomorphieklassen wegzusammenhängender Überlagerungen. Also mit wegzusammenhängender Überlagerung meine ich natürlich, dass der Raum E, also der Raum, den wir auf X drauf projizieren, wegzusammenhängend ist. So, da haben wir eine Bijektion zu, und das haben wir letztes Mal gesehen, die Konjugationsklassen von Untergruppen der Fundamentalgruppe. Konjugationsklassen von Untergruppen von P1 x, x0. So, das heißt, das ist jetzt der wunderschöne Klassifikationssatz. Wir haben also jetzt wirklich gesehen, hier wird eine rein topologische Sache zu einer rein algebraischen Sache. Also hier können wir wirklich zwischen Topologie und Algebra übersetzen. Ne? Also das ist jetzt wirklich, so können wir alle Überlagerungen über einem Raum, die also rein topologisch definiert sind, nur betrachten, indem wir die Fundamentalgruppe betrachten und schauen, welche Untergruppen es gibt. Ne? Und damit man jetzt mal sieht, was dann passiert, machen wir jetzt mal zwei einfache Beispiele. Das ist jetzt so ein bisschen zum Runterkommen nach dem ganzen aufwendigen Beweisen. Und zwar schauen wir uns jetzt mal sehr simple Räume an, die wir schon gesehen haben. Nämlich erstmal wollen wir jetzt die Überlagerungen von S1 klassifizieren. Da haben wir jetzt gesehen, da hatten wir die ganzen Endenpotenzen und wir hatten diese Überlagerungen, die wir schon in Kapitel 7 hatten, die ganz R auf den S1 aufwickelt. Wollen Überlagerungen von S1 klassifizieren. Das heißt, erstmal müssen wir einfach schauen, welche Konjugationsklassen von Untergruppen der Fundamentalgruppe haben wir. Und das ist jetzt nicht so schwer, denn wir wissen aus der Algebra, ne, müsste in Algebra 1 eigentlich dran gewesen sein, wenn ich mir jetzt mal die Untergruppen anschaue, von der Fundamentalgruppe von S1, da haben wir gesehen, die ist isomorph zu Z. Da wissen wir, jede nicht-triviale Untergruppe einer unendlichen zyklischen Gruppe. So, und die schreiben wir jetzt mal als P1, S1 mit Basispunkt 1. So, die sei jetzt quasi die zyklische Gruppe, das mache ich mit diesen eckigen, mit den spitzen Klammern hier. Von einem Erzeuger, den nenne ich Sigma. Und wenn ich so eine zyklische Gruppe habe, dann ist jede Untergruppe von der Form einfach nur die zyklische Gruppe, die von einer Potenz von Sigma erzeugt wird. Also von Sigma hoch n für ein n in n. Ne? Damit haben wir auch im letzten Abschnitt schon ein bisschen rumargumentiert, wann wir so Überlagerungen, also wann wir Abbildungen zwischen diesen verschiedenen Überlagerungen haben von S1. Aber hier können wir es jetzt komplett klassifizieren. Das heißt, das ist halt diese Gruppe und der gebe ich mal einen Namen. Und zwar das nenne ich Gn. So, das heißt, das sind die nicht-trivialen Untergruppen und wir haben natürlich noch die triviale, da gibt es eine universelle Überlagerung. Aber hier wissen wir erstmal, die ganzen Untergruppen sind alle nicht zueinander konjugiert. Ne, das folgt schon, weil die Gruppe abelisch ist. Das heißt, jedes Gn bildet eine eigene Konjugationsklasse. So, und damit kriegen wir eben, da haben wir jetzt die Überlagerungen ja schon gesehen, die zu diesen Gruppen gehören.
Und zwar haben wir jetzt einfach nur folgende Überlagerungen. Also wir haben gesehen, das war jetzt im letzten Abschnitt, hatte ich das schon als Beispiel gebracht, und zwar Pn von S1 nach S1, die n-te Potenz. So, wobei n in n ist Überlagerung. So, und die charakteristische Untergruppe ist gerade Gn, ne? Also mit Pn Sternchen von P1 S1 1 gleich Gn. Und die universelle Überlagerung, da haben wir auch eine gesehen, nämlich diese Abbildung Phi, also die ich gerade schon erwähnt habe. Da weiß ich eben, R ist einfach zusammenhängend, also ist das eine universelle Überlagerung. Ne? Phi von S ist E hoch, also ja, und Lokalweg zusammenhängend, aber das ist klar. So, diese Abbildung hier ist universelle Überlagerung. So, und das heißt, bis auf Isomorphie sind das alle. Erstmal sind die nicht isomorph zueinander. Ne? Also damit folgt erstmal jede Überlagerung von S1, also das folgt jetzt hier mit der Klassifikation. Jede Überlagerung von S1 ist isomorph zu einer der Pn. Oder Phi. Ne? Und die sind jeweils nicht paarweise nicht isomorph zueinander. Jetzt fragt sich vielleicht einer, ich habe ja jetzt Pn für n in n geschrieben, wo sind denn die Negativen? Die hatten wir doch auch. Die sind in der Tat isomorph. Und zwar ist Pn isomorph zum P minus n. Das würde ich euch jetzt mal als Aufgabe überlassen. Das ist nicht besonders schwer. Ne? Also Pn und P minus n sind jeweils isomorph zueinander. Aber das heißt, so kriege ich quasi durch natürlichen Zahlen und durch 0, also dass man die ja, Streitfrage, ob das eine natürliche Zahl ist, wie auch immer. Also ich kriege so wirklich eine schöne Klassifikation aller möglichen Überlagerungen von S1, wirklich alle. Ne? Und Isomorphie heißt ja wirklich, dass sie fast identisch sind. So, zweites Beispiel, das packe ich, ich habe keine Lust mehr zu wischen, weil ich jetzt nicht mehr viel machen muss, deswegen packe ich das mal kurz hier noch dahinter. Und zwar RPN. Da haben wir jetzt gerade die Fundamentalgruppe ausgerechnet. Und da sehen wir, das ist nicht besonders schwierig. Nämlich jede Überlagerung von RPN ist entweder ein Homöomorphismus, ne, das wäre der triviale Fall, das würde jetzt in dem anderen Beispiel dem Fall n gleich 1 entsprechen. Jede Überlagerung ist entweder Homöomorphismus oder isomorph zu der, die wir schon gesehen haben, die universelle. Isomorph zu der Überlagerung von Sn nach Rpn, ne, da haben wir ja gesehen, dass das eine zweiblättrige Überlagerung ist. F von x ist die Gerade, auf der x liegt. Genau, so das folgt dann, also ja, warum gilt das? Ziemlich simpel, wir haben gesehen im letzten Abschnitt, im vorletzten war es jetzt glaube ich schon, oder was? Ich bin mir nicht sicher, wo wir es gezeigt haben, auf jeden Fall, dass die Fundamentalgruppe von RPN einfach nur Z2 ist. So, und da ist der Punkt, Z2 hat nicht so viele Untergruppen. Ne? Z2 hat nur die Untergruppe, die Triviale und sich selbst, mehr gibt es da einfach nicht. Hat nur 1 und sich selbst als Untergruppen. Und das heißt eben, ne, die beiden sind jetzt also natürlich nicht konjugiert zueinander. Da sehen wir eben, wir haben also zu jeder dieser beiden Untergruppen eine Überlagerung, nämlich bei Z2, das wäre einfach ein Homöomorphismus, der einfach ein Isomorphismus auf den Fundamentalgruppen gibt. Und da haben wir dann die universelle Überlagerung, das entspricht der hier und jeder andere muss dann isomorph sein. Ne? Das heißt, RPN hat sehr wenige Überlagerungen, kann man jetzt so sagen. Also quasi nur eine wirklich interessante Überlagerung, mehr gibt es nicht. So, das war ein sehr arbeitsintensives Kapitel. Ein bisschen weitermachen werden wir noch mit Überlagerungen. Und zwar geht es jetzt noch um Deckbewegungsgruppen. Das sind sowas wie Automorphismengruppen von Überlagerungen. Das werde ich noch konkretisieren. Wir schauen uns quasi an, eine feste Überlagerung. Wie viele Isomorphismen von einer Überlagerung zu sich selbst gibt es eigentlich? Und wir können sehen, diese Isomorphismen bilden eine Gruppe. Und diese Gruppe hat interessante Eigenschaften, mit der man noch einiges sehen kann. Und wir werden da unter anderem noch einen Trick finden, wie man auf bestimmte Weise noch von einigen Räumen Fundamentalgruppen ausrechnen kann. Ja, bis zum nächsten Video.